schrien nur all die Leute. Und das Zeug. Unglaublich. Ich habe einen Ekelgeier gefangen. Ja, wir haben alles vor Ort. Wie eklig. Die Jäger, die erkunden. Gelehrte, die forschen. Techniker, die alles am Laufen halten. Das hier ist das schlagende Herz Lusche. Der Kommission. Nein! Oh nein! Kommandant, ich hab sie gefunden. Die kämpfen gleich alle ohne uns. Geht halt nicht. Oh. Ich stehe vor dir! Vor dir! Ja? Schreib ich dich an, ja? Ich bin da. Ich bin schon da. Nicht meckern. Willkommen in Astera. Wenn ich den einen komplett ausdocke. Hm? Wen? Euer Ruf eilt euch voraus. Stirb! Macht schon die erste Mission. Schon. Okay, ich werde euch alles zeigen. Suchen wir erstmal deinen Palico. Wir müssen noch warten. Dies ist unser Versorgungslager. Hier gibt es das Nötigste. Schau später vorbei, um dir das Sortiment anzusehen. So, folge den Anführer des Feldteams. Okay. Ja, ich komme ja schon. Chill doch mal. Ich kann nicht rennen Als schon wieder. Gehen wir zur Schmiede. Ja, die müssen dir das erst erlauben. Hier drüben. Und da oben ist Schmiede, okay. Du gehörst zur 5. Flotte der Kommission, nicht wahr? Der alte Mann, der das Sagen hat, mein Großvater, war bei der 1. Aber das war vor langer Zeit. Ich gehöre zu keiner Flotte. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich war noch nie in der alten Welt. Und der Kampf geht los. Fight! Koffi, was? Okay. Sie haben sie gewinnen lassen, weil das sie Geburtstag hat. Hier kannst du Waffen und Ausrüstung würde ich mal sagen. Herstellen. Und Gratulation, Koffi. Wow, schau dir das an. Möchtest du dich umsehen? Nee, ich möchte mich nicht umsehen. Ich möchte Snow sehen. Ah, hier drin ist es schön warm. Genau. Auf zur Kantine. Ich bin dabei. Es gibt Essen. Lulululululu. Ihr Luschen. Wow. Da kann sich jemand freuen. Das hier ist unsere Kantine. Hey, da drüben. Da ist meine Miezekatz. Ich wusste, du schaffst das. Ah, gut. Klingt nach Mittagszeit. Wir rufen den Rat ein. Kommt. Ja. Da ihr jetzt alle hier seid, lasst uns mit der Ratssitzung beginnen. Nachdem sie einen Drachenältesten verfolgt hat, der das Meer überquerte, hat die 5. Flotte endlich Astera erreicht. Heißt sie herzlich willkommen. Diese feine Truppe wird dabei helfen, endlich die langen Mühen der Forschungskommission zu belohnen. Möchtet ihr ein paar Worte sagen? Danke, Sir. Wir sind bereit, die Ärmel hochzukrempeln und loszulegen. Das hier ist das Kernteam der Kommission. Ihr solltet euch miteinander bekannt machen. Ich freue mich darauf. Kommen wir zur Sache. Das neueste Monster der ältesten Wanderung ist der Zora Magdaros. Ein riesiges Monster mit einem Vulkan auf dem Rücken. Die Forschungskommission wurde beauftragt, herauszufinden, warum die Drachenältesten in die neue Welt ziehen. Machen jetzt auch gerade. Die Drachenältesten leben seit dem Anbeginn der Zeit in unserer Nähe. Du musst die erste Quest alleine machen und dann kannst du erst in Online-Sitzungen. Und erzeugen eine Katastrophe nach der anderen. Und die eine Katze hat voll so einen Knickschwanz.
Und gebrochen. Etwa alle 10 Jahre strömen sie auf diesen Kontinent. Doch aus welchem Grund? Mithilfe der 5. werden wir die fehlende Verbindung finden. Hört, hört. Hört, hört. Jäger, hört, hört. Ich möchte, dass ihr euch vorerst um unser Jagras-Problem und den Schutz des Hauptquartiers kümmert. Untersucht deshalb zuerst das Gebiet der Jagras. Findet heraus, wie sie ticken. Danach sehen wir weiter. Sind schon dabei, Sir. Alle anderen wissen, was sie zu tun haben. Sorgt dafür, dass diese Jäger alles Notwendige bekommen. Miau. Endlich mal ein Wort. Der Typ. Ja, endlich mal ein Wort. Ja, die Katze hat einfach miaut. Endlich mal ein Wort. Macht euch mit unserer Arbeitsweise vertraut. Hier sind gute Lehrer. Fragt einfach nach. Ihr habt ihn gehört. Haltet euch an mich, dann gibt es keine Probleme. Ich weiß, ihr werdet die Erwartungen erfüllen. Ihr seid der frische Wind, auf den wir gewartet haben. Aber günstige Winde. Und okay, wegtreten. So, wem müssen wir wegtreten? Du darfst erstmal in dein Zimmer gehen. Das ist gut. Ich muss da eine Kleinigkeit im Zimmer ändern. Dein Raum. 10.000 Leute da. Oi! Oi? Ja, das ist der Moment, wenn der aufschreit, wenn du deine Waffe verbesserst. Ah. So. Rüst deine Waffe aus, okay. Wir haben dir ein wenig Grundausrüstung in diese Ausrüstungstruhe gepackt. Wähle eine Waffe aus, die dir gefällt. Ausrüstung ändern. Ja. Ja. Verlassen. Nee, das Messer will ich nicht. Ich will. Wo ist es? Ich hatte da genau. Nein. Nein. Doch? Nein. Hä? Das hatte ich. Das nehme ich. Das ist cool. So. Zack. Bin fertig. Nur merken, mit Rechtsklick geht man überall raus. Genau. Geh zur Kantine, wenn du bereit bist. Ich werde dort mit einer Quest warten. Im Trainingsbereich kannst du dich mit deinen Waffen vertraut machen. Frag einfach den Haushälter. So, erstmal ganz wichtig. Das eine Ding muss... Ah, da ist es. Das muss erstmal geändert werden. Oh ja. So. So, jetzt ab in die Kantine. Gerne die Quest fertig machen. Wildexperten sehen sich die Hinweise der Forschungskommission an. Diejenigen, die sie für wichtig halten, werden zu Quests. Hey! Dann können wir auf jeden Fall gleich bald demnächst mit Snow denn spielen. Hoffentlich. Moment. Katze will was. Moment, ich will mit der Katze reden. Da. Okay, doch nicht reden. Genau zur rechten Zeit. Ah ja. So. Worauf warten wir denn? Die neue Welt wartet auf uns. Neue Quest. Tutorial abschließen. Kann man den Hut irgendwie ausschalten? Den was? Dass der Hut angezeigt wird, dass du den Hut trägst. Ja. Ich meine ja irgendwo, gell? Ja, wenn du zu deiner Truhe gehst. Ah, also muss ich jetzt nach Hause rennen. Möchtest du abbrechen? Nein. Wie kann ich denn jetzt... Tab? Ach so, aufbrechen, nicht abbrechen. Ja, man muss schon richtig lesen. Ups. Ja. Nicht lange und wir können fliegen. Oh nee, die spielen WoW. Will damit nichts zu tun haben.
Sonst verfalle ich der Sucht. Das ist unser erster Auftrag. Sehen wir uns noch einmal kurz die Regeln für Quests an. Regel Nummer 1. Erfülle das Ziel, um die Quest zu erfüllen. Jede Quest besitzt ein Ziel. Die Quest ist erst abgeschlossen, wenn das Ziel erfüllt ist. Unser Ziel besteht darin, eine bestimmte Menge Jagras zu erlegen. Sehen wir mal auf die Karte. Ja gut, gucken wir mal auf die Karte. Auf dem Weg zur Basis sind wir Jagras begegnet. Weißt du noch, die kleinen Monster? Nee, ich kann das nicht umstellen. Ich glaube, sie waren irgendwo hier. Willst du mal nachsehen? Regel Nummer 2. Benutze die Vorratstruhe. Wie mache ich das denn? Die Kommission gibt uns auf jede Quest bestimmte Objekte mit. Muss ich mal gucken. Sie sind in der Vorratstruhe dort drüben. Sieh mal hinein und entscheide, was du mitnehmen willst. Nein, was mache ich? Ich mache schon wieder irgendeinen Mist. Ah ja. Ich nehme alles mit. Hey Partner. Moment, wo? Nee, das geht nicht. Mist, ich dachte doch. Moment. Ich guck mal schnell. Mir war so, dass man das unter Ausrüstung und dann auf Kopf. Nee, oder doch in Einstellung? Vielleicht in Einstellung. Irgendwo konnte man das, glaube ich. Müssen wir mal später gucken. Okay, wo muss ich lang? Ich muss Jagras töten. Da geht's lang. Genau. Oh Gott, jetzt kann ich erstmal alle Addons hier. Mit Q. Ach so. Halt deine Waffe vor dem Angriff bereit. Was du tun kannst, hängt davon ab, ob sie gezogen ist oder nicht. Sei vorsichtig. Ah, so. Wenn du erforschst oder Objekte sammelst, sollte deine Waffe immer weggesteckt sein. Nein, was mache ich? Ich werde Sammelpunkte und die Position von Monstern auf der Gebietskarte für dich markieren. Hey! Nicht... Nein, was mache ich? So, wo waren die Viecher? Die waren da oben irgendwo. War das nicht hier? Oh nein, ich habe mich schon verlaufen. Bin ich denn hier? Du kannst das als Schleudermunition nutzen. Großartig, um die Aufmerksamkeit eines Monsters auf dich zu lenken oder abzulenken. No, hab mich verlaufen. Ach nee, da geht's lang. Ein Rudel Jagras. Das ich hab's gefunden. Monster, nach denen wir suchen. Mal sehen, wie du dich schlägst, wenn du auf dich allein gestellt bist. Kein Problem. Nein, nicht wegrennen. Lass sie nicht entkommen. Nimm dir so viele Monstermaterialien wie möglich. Benutze sie in der Schmiede. Ein Jagra, zwei Jagra. Habe ich nicht drei getötet? Nee, nur zwei. Oh. So, da sind die lang gerannt. Hinterher! Whoops. Ah. Hab sie. Wunderbar. Da ist sogar ein Weißer dabei. Du hast zu viel Klingenenergie geladen. Achso, Kontroll und. Okay. Die Energieklinge hat zwei Formen: Schwert und Axt. Sammle Energie in einer Fiole und entfessle sie mit der Axt. Erstmal wieder reinkommen mit der Kampftechnik. Da habe ich wieder keine Ahnung von. Weiche
dir den Angriffen aus. Vergiss nicht, dass du auch blocken kannst. Reiß dich zusammen, okay? Hauptziel erledigt. Gehen wir nach Hause und erstatten dem alten Mann Bericht. Ja, es sind hier noch aber Viecher. Es sind zu viele. Du musst das coole Moos einsammeln. Das Moos? Die sind aber immer noch bei mir. Ach nee, okay, ich habe noch 40 Sekunden Zeit, alle Sachen einzusammeln, okay. Noch schnell alles mitnehmen, bevor die mich hier wegdingsen. Die müssen nicht auch denken, nein, der zerlegt meine Freunde. 10 Sekunden. So, jetzt. Ne, da ist noch was zum Einsammeln. Oh, schaffe ich den noch? Mist. So, erledigt. Und jetzt komme ich bei deinen. Also. Komme ich jetzt zu dem Punkt, wo du jetzt bist, oder? Ja. Du musst jetzt noch mit ganz vielen Leuten reden und dann... Okay. Überprüfe Verbindung zu... Was? Ganz viele Leute reden? Gut, dich zu sehen. Aha. Also überall Quests annehmen, meinst du? Okay. Du kannst jetzt Online-Sitzen beitreten. Was? Du kannst die Einstellung für Sprachchat später in der Option ändern. Ja. Okay, jetzt hast du den Sprachchat angemacht. Lass uns doch zur Schmiede gehen und sehen, was wir damit anfangen können. Hör zu. Ups. Da stand nämlich, möchtest du die Sprachchat-Funktion jetzt aktivieren? Ach so. Und auch, na, du bist auf Ja. Ja, gut. So, dann mache ich mal die nächste Quest, wa? Wenn du fertig bist mit Talken. Ja, Moment. Wie kann ich das jetzt wieder ausstellen? Weiß nicht, Option irgendwo? Sprachchat. Ah, nein, möchte ich nicht. Ich rede hier mit dir, das reicht mir. Oh, dann kann ich dich doppelt hören. Nein. So, hier ist eine Event-Typin, mit der kann ich reden. Wie läuft die Jagd? Ah ja, die erzählt, dass man nach oben gehen kann, wegen Treffen. So, dann rede ich mal mit den Schmied und die anderen Quests. Moment, erstmal den Anmeldebonus mitnehmen. Eine große Fassbombe gekriegt. Jetzt musst du kurz hoch mit dir reden gehen. Oben. Mhm. Und dann kannst du auf Online-Sitzung beitreten von Freunden drücken oder so. Yep, mache ich denn gleich. Schön, schön. Ich muss denn noch mit dem Schmied reden? Moment, aber Äußeres ändern. Vielleicht kann man das da Grüß machen. Dich. Hey, ich habe eine Online-Sitzung jetzt gemacht, aber irgendwie passiert nichts. Ach so. Da bist du ja, Fünfer. Machen wir gleich. Moment. Erstmal Ausrüstung verbessern. Mein Schwert hier. Warum nicht? Ich kann es zu einem Erzding machen. Ich brauche dazu Eisen. Habe ich sogar. Und was interessant ist, die schmeißen Knochen in die Schmelze. Da kommt was raus. Aber das ist richtig geiles Zeug, was daraus kommt. So, ich habe mit denen geredet. Jetzt kann ich mit der Wildexperte. Unterwegs. So, hier kann man wieder Essen machen.
Okay, zack. So. Moment. Hey, hier kann ich die Quest annehmen, ja. Ah. Quests kannst du dir auch von der Questtafel holen. Und ging's? Dort gibt es die gleichen Quests wie bei mir. Du musst nicht beides überprüfen. Sie erzählt mir gerade was von der Questtafel. So. Nimm Testo-Gedöns an. Gedöns an. Ja, irgendein Gedöns. Gedöns. Jetzt die Frage, wie kann ich die jetzt beitreten? Na, da müsste Online-Sitzung beitreten oder von Freunden beitreten oder so. Okay, Moment. Ich geh mal zur Tafel. Online-Sitzung beitreten. Online-Sitzung von Freunden. Snow, da ist sie. Passiert was? Ich bin dir beigetreten. Hi. Wie starte ich das jetzt? Mach mal neue Bekanntmachung. Und dann kannst du machen Aufgabe. Und dann, ja, die Aufgabe starten. Und dann soll es, glaube ich, gehen, oder? Passiert da was? Warte kurz. Siehst du was? Quest beitreten. Übbare Quest. Eine Aufgabe. An dieser Quest kann ich nicht beigetreten, da du nicht in der Geschichte noch nicht so weit im Fortschritt bist. Hä? Ich muss die... Ja, das ist genau das, was ich meinte, dass ich... da kommt immer Cutscenes. Und erst wenn man die Cutscene gemacht hat, dann... Also müssen wir beide die Quest starten können, dann aber wenn die Quest gestartet ist, theoretisch zusammenspielen dann. Genau. Okay, dann starte ich die jetzt mal und dann gucken wir mal, was los ist. Ja, ich starte sie auch. Ja, das ist das Blöde daran, leider, dass man so gesagt die... Wenn man sie noch nicht gemacht hat, da kommen ja immer Cutscenes und erst nach dieser Cutscene... stimmt, da jetzt steht da annehmen. Also, Gedöns annehmen. Und jetzt so, dann schaust du es dir auch schon an? Mach ich gleich. Also ich bin gerade weggeflogen. Okay, wir müssen eine gewisse Zahl von Kestodons erlegen. Es sind in letzter Zeit viel zu viele geworden. Genau. So, jetzt bin ich mal gespannt. Kann ich von hier aus jetzt sofort... Moment, ich brech mal ab, geh zurück nach Asteria und guck, ob ich die jetzt hinterher joinen kann. Weil theoretisch kann ich die immer noch nachjoinen. Ach nee, doch nicht. Da steht, nimm immer noch das Gedöns an, aber Moment. Nee, ich muss echt bis zur Dings machen, also bis zur Cutscene. Das ist doch Mist. Irgendein Punkt steht denn da, dass du ein Notsignal absetzen kannst. Ich glaube, das ist noch so eine Tutorial-Mission. Okay. Okay. Wir müssen eine gewisse Zahl von Kestodons erlegen. Nein, einstecken. Du sollst es viel looten. Genau.